So könnte die Zukunft aussehen. Rein von elektronischen Büchern Millionen Einträge zum Durchstöbern in Windeseile. Ein Albtraum für Liebhaber des gedruckten Buches. Doch auf der Frankfurter Buchmesse sehen die Verleger den Bildschirm als Verbündeten. Was bringt einem ein technisches Gerät oder das technische Know-how ohne die Inhalte? Das heißt, wir, die klassische Verlagsbranche, bieten die Inhalte und kommen mit der Technologiebranche zusammen. Und gemeinsam kommen dann so tolle Produkte wie die E-Books auf den Markt. Und die digitale Revolution bringt mehr als nur E-Books. Dieses Unternehmen aus Korea zeigt Kindern die Bilder zu ihren Büchern in drei Dimensionen auf dem Fernseher. Ein Klick auf die Seite und weitere Animationen werden angezeigt. Einen Text oder Inhalt zum Lernen in 2D kann für Kinder schwierig zu erfassen und zu verstehen sein. Dank 3D-Technik ist es leichter. Bucherlebnis in drei Dimensionen, das muss nicht unbedingt digital heißen. Dieser Verleger aus Australien ist ein Fan von Atlanten. Er zeigt das größte Buch der Welt, 1,80 Meter hoch, beinahe 2,80 Meter breit. Umblättern erfordert körperlichen Einsatz. Ein Buch kann beim Träumen helfen, wo auf der Welt man hin möchte, was man gern sehen würde. Es wäre eine Schande, wenn alle Informationen aus dem Internet kämen. Erschwinglich ist dieser Traum längst nicht für alle. Das Werk kostet 100.000 Euro plus die Umbaukosten für das Bücherregal.